So, als vorletzter Film kommt jetzt der Dow Jones. Dann gucken wir erstmal auf die Gewinner diesen Jahres. Gucken, ob ich das ein bisschen größer kriegt, dass ihr es besser sehen könnt. Chevron, ja, mit fast 60%. Merck 53%, Travelers Group. Da ist auch Coca-Cola dabei, IBM. Da habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Tatsächlich habe ich festgestellt, ich habe also den Dow selbst, ich glaube, nur ein einziges Mal gehandelt in dem Jahr. Aber das sind hier so die Gewinner. Dann machen wir gleich die Verlustbringer auch dazu. Oben drüber. Voilà. Größter Verlierer ist Intel. Das ist fast 50% oder 46,8%. Walt Disney. Die scheinen sich aber langsam so ein bisschen auch wieder zu erholen. Dann 3M Nike. Ja, hat aber auch einen schönen Sprung in letzter Zeit gemacht. Microsoft, ja, das kennt man gar nicht. Die lagen einfach nur gut in den letzten Jahren. Also das sind die Verlierer hier. So, und jetzt mal in den Chart rein. Das ist der Chart seit, das ist 2009, oder? Ja, genau, 2009. Lehman Crisis. Es ist völlig opportun, wenn man jetzt hier so ein paar Fibos anzielt, aber die sind dann halt weit hier unten. Dann ist irgendwo das 38er, ich glaube bei 25.000. Ja, deswegen, was ich dann ganz gern mache, ich nehme das nächste offensichtliche Verlaufstief, das ist das hier. Und da ist jetzt schon mal direkt eins auffallend. Das ist, wie gesagt, das ist der Monatschart. Das 38er liegt bei 29.733. Und da kommt auch eine Linie her, das ist die etwas dickere, die liegen oder die überlappen sich. Wann ist denn das hier? Das ist 1.1.2020. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Dann als Support fünfmal wieder dran. Also, das ist schon eine recht wichtige Linie, so knapp unter der 30.000. Die einfach mal im Kopf behalten. Ich bin positiv über das MACD, positiv über die Stochastik. Ich finde, der hat sich sensationell gehalten. Auf Jahresvergleich sind wir jetzt hier bei minus 10%. Ist einer der besten Indizes gewesen. Das ist auch zu sehen, unter anderem beim Berkshire Hathaway. Der hat auch sehr viele Dow-Werte drin. Oder sagen wir so, er hat einen großen Anteil an Dow-Werten auch drin. Ja, Coca-Cola und so Zeug. Finde ich, der hat sich wirklich gut gehalten. Wenn man dagegen mal den Nasdaq-Chart liegt, der sieht also ganz anders aus, das wisst ihr. Woche. Ein bisschen rausgeholt. Ach nee, wo war denn die 200? Ach, die ist weit weg, die 200-Monatslinie. Das wollte ich jetzt gerade eben nochmal schauen. Die ist weit weg. So, Woche. Das ist die Woche, wo ist Jahresanfang? Jahresanfang ist hier. Ja, das ist hier ein 30er. So, da sind wir durch. Das ist also auch diese Linie. Ihr seht, wie die hier beide ziemlich genau übereinander liegen. Da sind wir mal kurz durch, aber auch dann gleich wieder relativ schnell wieder drüber. Von der Woche her gibt es kein echt frisches Signal. Leicht negativ und auch hier über den Oszillator leicht negativ. Ganz gute Unterstützung scheint mir der Bereich von 32.000 zu sein. Der kommt von hier, geht dann hier rüber, dahin und ist dann die 20-Wochen-Linie. Finde ich okay, aber eigentlich signallos. Dieser Bereich hier ist doch wichtiger, der hier, die 29.733er rein vom Chart her. Mal auf den Tag gelunzt. Ja. 200-Tage-Linie fast ähnlich wie mit dem unteren Band. 32.000, ich runde jetzt mal leicht, 400. Das ist wichtig. Wir handeln unter der 20-Tage-Linie. Aber es sieht auch hier jetzt, das sind rund 10 Tage hier, sieht nach so einer kleinen Bodenbildung aus. Die ist noch nicht fertig. Die ist erst dann fertig, wenn wir hier drüber gehen. Da ist der Hochkurs 33.431. Dann wären wir über diesem Chartpunkt und über der 20-Tage-Linie. Dann ist er besser. Von hier völlig neutral, leicht positiv über den Oszillator. Ja, also ich denke mal, verglichen mit den anderen Indizes, der Dow sieht für mich so aus, als ob der jetzt hier noch so ein Range Trade macht zwischen 34.700 und dann ziehe ich im Extremfall 29.700. Aber da habe ich dazwischen noch diesen Bereich hier, 31.000. Sagt mir jetzt nicht zu, der ist halt nicht so quirlig wie jetzt Nasdaq. Also Nasdaq hat, wenn er steigt, glaube ich, mehr Potenzial als der Dow. Dow finde ich tatsächlich eher, Entschuldigung fürs Wort, langweilig.
kann ich nicht allzu viel mit anfangen. So, was fehlt jetzt noch? Das kommt morgen oder am 31. am 1. irgendwann am späten Nachmittag kommt dann noch der DAX. Und dann war es das. Dann habe ich es alle durch. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen ganz tollen Rutsch. Kommt gut rüber, bleibt gesund. Baba.